Man sagt, dass der 190er Diesel ein sehr sparsames Auto ist. Ist er das wirklich? Ist er das in jeder Situation? Ich werde es gleich überprüfen, in einem umfangreichen Test. Wenn du das spannend findest, dann bleib einfach dran. Hallo und herzlich willkommen. Ich werde gleich mit diesem Mercedes 190 Diesel einen umfangreichen Verbrauchstest durchführen. Ich werde den Verbrauch separat in der Stadt, auf der Landstraße und auf der Autobahn testen. Damit will ich überprüfen, ob der Wagen tatsächlich in allen Situationen sparsam ist. Vor dem Test wird der Wagen vollgetankt und dann beginne ich den ersten Test, der in der Stadt stattfindet. Aber bevor ich starte, möchte ich noch sagen, wie dieses Video entstanden ist. Der Auslöser dafür war ein Kommentar von dem Tomislav, der mich auf die Idee gebracht hat. Also, ein schöner Gruß und jetzt geht's los. Der erste Test ist beendet. Ich bin insgesamt 397 Kilometer in der Stadt gefahren. Ich habe auf der Strecke 28,72 Liter Diesel verbraucht. Daraus ergibt sich ein Kraftstoffverbrauch von 7,2 Liter auf 100 Kilometer. Jetzt wird der Kilometerzähler genullt und dann geht's auf die Landstraße. Und ich bin schon wieder an der Tankstelle. Diesmal war die gefahrene Strecke 193 Kilometer lang. Ich habe dabei 9,68 Liter Diesel verbraucht. Und daraus ergibt sich ein Verbrauch von 5,0 Liter auf 100 Kilometer. Dazu muss ich noch sagen, dass die Geschwindigkeit zwischen 80 und 90 km/h lag. Jetzt nur noch den Kilometerzähler nullen und dann geht's auf die Autobahn. Und auch der letzte Teil des Verbrauchstests ist jetzt beendet. Ich habe 18,22 Liter verbraucht
und die gefahrene Strecke war 289 Kilometer lang. Die gefahrene Geschwindigkeit lag überwiegend zwischen 120 und 130 km/h. Daraus ergibt sich ein Kraftstoffverbrauch von 6,3 Liter auf 100 Kilometer. Also jetzt, nach diesem Test, kann ich auf jeden Fall sagen, dass der 190er Diesel trotz seines Alters immer noch in jeder Situation zu den sparsamen Fahrzeugen gehört. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.